So hier dann. Schnipp, schnapp. Ich trinke erstmal noch einen Schluck. Schrott. Halt mal das Maul jetzt. Das wird definitiv reingeschnitten. Nein. Mahlzeit, Freunde, willkommen zum neuen Video. Wir gucken uns heute den Dreier an und wollen mal einen kleinen Kostencheck machen, was so eine Bude kostet, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht. Fangen wir an beim Fahrzeugpreis von dem Bunker. Ich habe für das Auto 7.500 Euro bezahlt. Ist ein 325D E91 mit serienmäßig 197 PS. Das habe ich eigentlich schon alles 8-mal gesagt. Egal, fangen wir an. Also schwarze Nieren. Eigentlich ist das ein Muss bei jedem BMW. Aus meiner Ansicht kostet Amazon 40 Euro, moin. Dahinter haben wir die guten Nierenstreben. Das sind so eine Serie bei der F-Serie oder ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Was kosten die Dinger? 40 Euro. Sag mal 40 Euro. Dann haben wir hier leider kein M-Paket. Schande. Nee, aber wir haben hier ein paar Flaps dran. Ich denke, das sieht gar nicht mal so beschissen aus. Ja, wir tun die noch mal ein bisschen ordentlich dran machen. Die sind jetzt ein bisschen behelfsmäßig montiert, sagen wir mal so. Was haben die gekostet? 80 Euro, glaube ich. Plus die Holzschrauben. Reden wir nicht drüber. 80 Euro eBay Kleinanzeigen Riegel. LEDs noch, ne? Die LEDs, wir haben hier drinne. Hast du normalerweise solche Halogen, Pissleuchten? Pissleuchten, liegt das vielleicht so böse? Ich will nicht so böse wirken. Ich bin gar nicht böse. Moin. Aber ein Spaß. Wir haben hier LEDs drinne mit Widerständen. Ja, kostet 30 Euro, geht immer im Jahr kaputt. eBay Regel, 30 Euro. Also eigentlich mal zwei. Also, naja, sagen wir 30 Euro. Unter der Haube haben wir hier einen rein 6-Zylinder. Jetzt geht's los. Nee, wir haben eine Leistungssteigerung auf 255 PS. Kostenpunkt und V-Max-Aufhebung 400 Euro. Also, ein Tipp, Jungs, ne? Ihr könnt gerne die Flaps euch gebraucht holen, wie ich. Euch, was weiß ich, so eine scheiß schwarze Nieren holen. Die, guck mal ran. Die passen jetzt gerade ganz gut, ne? Ja, ist egal. Wie gesagt, also ihr könnt an den Flaps könnt ihr gerne sparen, ne? Aber Software würde ich immer was Gescheites drauf machen. Ja, also nicht so wie ich. Kann man ruhig mal 800 Euro ausgeben. Inklusive Boiler? Hallo, lass doch mal die Beulen in Ruhe. Muss so. Zu viel Leistung. Also, Qualität wird natürlich auf eBay ganz groß geschrieben. Nein. 30 Euro. So, dann kommen wir zum spannenden Teil des Ganzen. Also ich habe direkt nach Kauf eigentlich, war das nach Kauf? Oder nach 10.000 Kilometern eigentlich die Bremsen neu gemacht, weil die völlig im Arsch waren. Danke auf jeden Fall an den Verkäufer vom Fahrzeug, richtiger Ehrenmann. Die waren sogar kaputt, ne? Die Bremsen, die hätten einfach ausfallen können. Danke auf jeden Fall. Sagen wir mal Bremsen, Scheiben und Belege mitmachen, ich sag mal 1.000 Euro. Wir haben ein Gewindefahrwerk gebaut. Moin, ich habe ihn selber gebaut. Ich stand in der Werkstatt, habe das selber zusammengebaut. Lul. Nochmal jetzt. Wir haben ein Gewindefahrwerk drin von H&R. Gebraucht natürlich, gekauft auf eBay Kleinanzeigen für den schmalen Taler für 500 Euro. Geht eigentlich voll fit, funktioniert ganz gut. Bis jetzt. Bis jetzt, moin. Ist auch vorne, wie ich finde, vorne echt geil tief. Hinten könnte auch leicht noch ein Stück runter, aber das werden wir dann vielleicht mal angehen. Jetzt kommen wir zum leidigen Thema von den Felgen. Wir haben jetzt hier aktuell drauf Motec Aventus in 8,5x19. Ja, also ich finde die Farbe ist matt Bronze, gefällt mir übelst geil. Aber von der Felgenform her ist jetzt nicht mehr das, was ich so ganz so fühle. Ich sag mal, ich habe damals das Auto gekauft auf Original 17 Zoll, auf diesen schwulen, jeder kennt sie, auf diesen, weiß ich nicht, Pissfelgen. Ja, ich sag jetzt mal, Felgen und Räder so 2.000 Euro. Also wenn man sich auf eBay Kleinanzeigen ein bisschen gescheit anstellt, kriegt man eigentlich für 1.000 Euro einen super Radsatz mit Reifen. Oder vielleicht für 1.200 Euro. Sag mal, wir rechnen mal mit 2.000 Euro. Scheiß drauf. Was haben wir noch gemacht? Wir haben die Bremssättel lackiert, oder was heißt wir? Ich habe die Bremssättel lackiert. Und den Hof deiner Eltern angemalt?
Geht man nicht drüber. In RS Blue für, was kostet das Set? 30 Euro? 30 Euro. Ist dein ganzes Leben. Können wir eigentlich. Alter, du Kunde. Ich muss ehrlich sagen, also das ist echt so eine Optik, kann man sich echt ziehen für einen schmalen Taler. Außer man fährt so, weiß ich nicht, Stahlfelge. Das sieht dann immer blöd aus. Leute, wo dann unter der Stahlfelge, weißt du, blitzt dann so ein bisschen der Rote durch, weißt du. Schmutz. Wir haben mit Sprühfolie folierte, lackierte Chromleisten. Ist auf jeden Fall, macht's auf gar keinen Fall. Oder? Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Also, wie oft haben wir das gemacht? 2-3 Mal. Weil immer irgendwas abblättert, irgendwo löst sich was. Sobald du die Tür aufmachst und die lackiert hast, zack, bam, ist das ab wieder. Also am besten ein Fahrzeug investieren mit Shadowline, lohnt sich auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall hier folierte Scheiben. Das, ja, Jungs, investiert das Geld. Es hat 150 Euro gekostet. Investiert das Geld, ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr das hinten die Folie abblättert. Das sieht so scheiße aus. Also. Und das für 150 Euro kann sich eigentlich, oder? Ist 150 Euro viel Geld? Wenn man sich so ein Folienset holt für die Scheiben, die kosten auch schon 50 Euro, oder? 30, 40 Euro. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Das ist eigentlich so mit das Dunkelste, was geht. Das Emblem. Long story short. Ja, ich bin mal irgendwo gegengefahren und da ist mir das Emblem dann beim Waschen abgefallen. Das Emblem, vor allem für den Touring, gibt es das Emblem auch nie so im Zubehör. Also hier 50 Euro, gar kein Bock. Übrigens das Ganze, das Schwarze hier, das ist nur ein Off-Kleber, den ja, kann sich jeder leisten. Reden wir nicht drüber. Haben wir hinten noch was? Nee, ne? Gar nicht mehr. Eine Kartoffel. Ach, scheiß auf, Digga. Was haben wir noch? Sieht man das? Nee, das ist übelst der Lack hier abgeplatzt. Naja, ist egal. Aber von anderer Seite haben wir jetzt auch nichts mehr, oder? Wir sind jetzt immer rum. Habe ich irgendwas vergessen? 12 Mal die Schlösser umgeändert. Oha, ja, das ist die übelste Krankheit bei den Autos, dass immer die Schlösser hier kaputt gehen. Bis jetzt, zum Glück bloß bis jetzt hinten, aber... Was kostet das? 150 Euro ein Schloss? Aber ich habe schon wieder getauscht. Nicht so nah, würde es Mädchen viel sagen. Beim Kauf des Fahrzeugs war hier hinten das Stück, damit, also diese, das ist nur so eine Blende, mehr oder weniger, die war völlig durch die Sonne. Wie sagt man das? Es sah richtig speckig aus. Warte mal, ich kann das mal zeigen auf der anderen Seite. Guck mal. Genau so hier. Sieht man das ja, ne? Das ist so eklig abgespeckt. Macht's für den All. Genauso speckig sah die Mittelkonsole hinten aus. Deswegen habe ich die ganze Mittelkonsole getauscht. Für einen günstigen 50er. Ganz wichtig, Jungs. Wenn jemand für mich Sportsitze hat, in Beige, manuell verstellbar. In Beige. In Beige. Weil hier sieht man nämlich, das ist, also der hat ja eigentlich solche mehr oder weniger solche Sitzwangen, aber hier gibt's, die existiert nicht mehr, das ist die gleiche Höhe hier einfach. Ja, ich habe noch das Lenkrad verändert. Wir haben hier ein Sportlenkrad drin. Das ist so von dem Modell, also passt alles safe. Das hat mit den Zierleisten zusammen 300 Euro gekostet. Die sind so in Alcantara, ja, möchte gern Alcantara. Das ist kein Alcantara. Lass auch sein jetzt mit diesen Zooms hier. Du gehst richtig auf in deinem Job, hä? Geil, fühle ich, feier ich. Also es ist kein echtes Alcantara, es ist nur so eine scheiß Folie. Lenkrad und Zierleisten, 300 Euro. Airbag. Airbag ist ein ganz schwieriges Thema bei dem Fahrzeug, also sehr, sehr beliebt, kann man nicht sagen, aber teuer auf jeden Fall. Also wenn man Glück hat, kriegt man ein Airbag für 100 Euro. Moin moin. Geht ab jetzt hier. Wenn man Glück hat, kriegt man so ein Airbag für einen 100er. Oder man bezahlt halt 150 Euro. Was habe ich bezahlt für den Airbag? Bestimmt 150 Euro. Ich habe mir ein komplettes Lenkrad gekauft für 200 Euro und ich habe den Airbag davon genommen. Und ich glaube, das Lenkrad habe ich verkauft. Auch für 50 Euro vielleicht. Also rechnen wir mal mit 150 Euro für den Airbag. Dann das gefühlt teuerste an dem Fahrzeug, was man gar nicht denkt, sind diese roten Tasten. Ich glaube, die haben gekostet. Die roten Tasten, dieser rote Start-Stop-Knopf und dieser Memory-Knopf, kosten 20 Euro. Also nur, im Endeffekt nur diese scheiß roten Tasten kosten 20 Euro. Ja, muss man wissen. Ich finde es cool, es wertet den Innenraum auf jeden Fall nochmal auf.
habe ich diese, das hier noch lackiert in schwarz-matt. Und unserer Badewanne? Moment. Also wir haben noch verändert, wir haben jetzt hier den Performance-Schaltknauf. Da ich mich natürlich nicht lumpen lassen, wie würde der Zalo jetzt sagen. Ihr habt den natürlich auch gebraucht geholt. Für 50 Euro, glaube ich. Die Bezüge einfach. Ja, die Bezüge, also der Bezug vom Schaltsack und der Bezug vom Handbremsgriff und den Handbremsgriff an sich. Nee, ja, der Bezug davon. Das hat zusammen 100 Euro gekostet. Ist halt, sag ich mal, ein bisschen was Wertigeres als hier, wo schon alles abgeht. 9. Kann man auf jeden Fall machen. Würde ich es wieder machen? Was sagst du? Würde ich es wieder machen? Nee. Ja. 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 Freundin sagt ja. Freundin sagt guter Preis. Was haben wir noch gemacht? Wir haben jetzt hier solche Teile halt, dass halt hier nicht zwischen dem Sitz kommt. Was kosten die Teile? 20 Euro? 30 Euro? Sag mal 20 Euro. Da kann man doch drauf verzichten. Ist jetzt nie so ein Must-Have, denke ich. Freund, 5 Euro. Moin, moin. Komm mal ins Maul. Ja, Freunde, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, pressured den Daumen nach oben. Klingt das doof? Drückt den Daumen nach oben. Schreibt mal auf Instagram. Nein, lass doch mal an, wenn ihr blond seid. Fühlt meine Freundin. Ich kann mir auf jeden Fall nie an die Eier spielen jetzt. Warte mal. Was sagen wir? Ich wünsche euch noch einen sehr schönen. So richtig auf Ahlmann. Richtig Ahlmann. So eine, richtig so. Ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag. Auf Wiederschauen und reingehauen.